Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon SoulSilver, die Random Nuzlocke-Variante. Und dieses Austoss ist übrigens schneller als wir. Wer hätte es gedacht, aber Regi hält ja einiges aus. Wir sind derzeit auf dem Weg zu Misty, der Arenaleiterin. Wir machen gerade noch ihre Komparsen fertig, weil wir unbedingt die Level brauchen. Ganz, ganz dringend die Level brauchen. Wie das Ganze bei Misty aussehen wird, weiß ich nicht ganz genau. Im alten Spiel hatte sie, glaube ich, drei Pokémon. Zwei Sternduos und ein Starmie. Damals in der rot-blauen. Du hattest nur ein Pokémon? Okay. Und die Frage ist, was hat sie jetzt für Pokémon? Sie wird höchstwahrscheinlich keine drei Pokémon mehr haben. Und wenn sie drei Pokémon hat, sind sie alle über 50. Ich zitiere doch nicht gleich, ich zitiere doch nicht Shakespeare. Wieso sollte ich das im Wasser tun? Nein, ich zittere doch nicht gleich. Nur weil ich so famos schwimmen kann. Oder ich sollte, glaube ich, nicht zittern. Keine Ahnung. Bin gerade aufgewacht. Ich sehe höchstwahrscheinlich aus wie Scheiße. Aber ich dachte, ich nehme einfach mal auf. Und da haben wir einen Golking. Ich glaube sogar, Regis Verteidigung war recht gut, ne? Ich sollte nochmal gucken. Ich meine, ich habe sowieso nichts zu befürchten, das Viech ist 46, aber ich habe gerade Interesse daran. 100. Und 105. Ja, nice. Das nehme ich hin. Gut, dann werden wir einfach mal dieses Pokémon mit Ladungsstrahl attackieren, was wir... Oh, das Viech ist langsamer als Regi. Mensch. Ich bin begeistert. Und tot ist es auch noch. Yeah. Das heißt, zwischen uns und Misty steht, glaube ich, nur noch ein Pokémon. Ja. Yeah. Und noch ein Golking. Das, ja, wie wir wissen, schon langsamer ist als wir. Es sei denn, er war einfach fast genauso schnell wie ich. Und dieses Golking ist einfach anders als das andere und es ist schneller. Nö. Ist einfach doch genauso langsam. Ich weiß nicht, wie man Golking spielen kann, ganz ehrlich. Die Werte sind für den Arsch. Das Viech sieht aus, als wäre es ausgekotzt worden. Wer will denn schon Golking haben? Ich meine, dass jemand Goldini haben möchte, kann ich ja noch verstehen. Das machen wahrscheinlich die Mädels und euch. Die haben gerne so einen kleinen Goldfisch. Aber dann hört es bei Golking, hört es glaube ich auch schon auf. Ach, da ist ja noch jemand. Golking ist schon echt... Der ist echt hässlich. Der ist nicht nur so ein bisschen, das ist echt hässlich. Und ich hoffe, ihr hört den Sound aus meinem Kopfhörer gerade nicht. So, noch mal ein bisschen leiser. Ein Pokémon. Azumarill? Okay. Das gibt Erfahrung. Und ich darf sogar anfangen. Ja, Mensch. Erfahrung und Zeitersparnis. Perfekt. Ist er denn, er krepiert jetzt nicht, weil er eine verdammte krasse Verteidigung hat. Nein. Das war's. Wir gehen jetzt nochmal ins Pokémon Center. Diese 33 HP, die wir verloren haben, die können es tatsächlich bringen im Kampf. Das haben wir schon sehr oft gesehen, dass ein HP es sehr gut bringen kann. Und deswegen gehen wir auf jeden Fall jetzt nochmal kurz zum Pokémon Center und werden uns da heilen. Ein bisschen aufgeregt. Weil ich weiß nicht, wer sterben wird. Falls jemand sterben wird. Ich glaube, sowas wird keiner sterben. Weil ich denke mal, Regi wird dann durchbrettern, wie nichts Gutes. Ich denke, Regi wird das reißen. Wäre sie noch ein bisschen schneller gewesen, dann wäre das optimal. Aber nee, ja, ne. Wie das nun mal so ist, man kann nicht alles haben. Lassen wir uns überraschen. So, einmal durch das Mopsy-Ding da durchlaufen. Durchs Wasser laufen. Ich weiß, seitdem ich diesen Cheat aktiviert habe, mache ich es mir ein bisschen zu einfach, ich weiß. So, was haben wir denn für Leute? Wir haben gegen Wasser können wir auch Bibi einsetzen. Gegen Wasser können wir Sergeant Knopf einsetzen. Wir können eigentlich alles außer das dann einsetzen. Perfekt. Ah, unser Störenfried. Du magst dir in Johto vielleicht viele Orden erkämpft haben, aber ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen. Oh, mein Auge. Meine Wasser-Pokémon haben es in sich. Glaube ich, hat sie gesagt. Wenn ich müde bin, tränt immer mein Auge. Es ist so traurig, dieses Spiel. Ich muss immer weinen, wenn ich das spiele. Uentoron. Hoffen wir mal das Beste für Regi. Ups.
Psychokinese. Ich meine, es ist 49. Also so stark kann das ja nicht sein. Ja, sag ich. Und wir 57. Das ist überhaupt gar kein Vergleich zu den Top 4, die wir dadurch gemacht haben. Also eigentlich kann eigentlich kaum noch was schief gehen, außer dass wir einmal das Rihorn hatten, was irgendwie drei Leute Platz gemacht hat, obwohl es 10 Level unter denen war. Was aber, wenn dadurch Leute sterben, dann gerechtfertigt. Wer gegen ein 10 Level niedrigeres Warlord? Oh oh. Gegen ein 10 Level niedrigeres Pokémon abkackt, der hat's echt verdient. Wir müssen jetzt das Pokémon wechseln, weil Warlord auch ein Bodentyp ist und Regi dann übelst aufs Maul bekommt. Deswegen setzen wir einfach mal Bibi ein und werden ihn quälen, wie wir können. Nö, Mr. Warlord, das stachelt Bore. Und am besten kannst du jetzt auch nicht angreifen. Na gut, Regentanz akzeptiere ich gerade noch so. Aber um das Ganze für dich noch ein bisschen schlimmer zu machen, machen wir Superschall. So, jetzt entweder schlag dich selber oder sei paralysiert. Das gibt's. Erdbeben? Bitte, was? Ich bin in der Luft. Und ich spuck mein Mikro an. Okay. Ist ja nicht so, als wärst du paralysiert, ne, aber... Und verwirrt. Aber, mach ruhig. Ich setz Hornissen ein. So, somit haben wir schon mal ein Pokémon verloren. Also, nicht tot, sondern wir können jetzt Bibi nicht mehr einsetzen. Komm. Das ist doch nicht dein Ernst. Der ist verwirrt und paralysiert, Freunde. Ich hätte mich schon längst zweimal selbst getroffen oder hätte nicht angreifen können, aber er... Er kann das anscheinend. Du bist auch ein Bodentyp, habe ich gehört. Wir setzen mal Fliegen an. So, jetzt schlag dich selber oder irgendwas. Das ist... Der schafft es dreimal hintereinander, sich selbst nicht zu schlagen oder paralysiert zu sein. Das, Freunde, das ist mein Glück in diesem Spiel. Das ist unbelievable. Ich kann's nicht verstehen. Man kriegt auch nicht mehr Schaden, ey. Ha! Jetzt bist du paralysiert, du Lappen. So. Wir machen mal Sondersensor. Komm, guck, wie stark das ist. Ich meine, er ist paralysiert. Kann nichts machen. Oh, wesentlich... Achso, Volltreffer, gut. Wollte schon sagen, wesentlich besser. Er hat sich nicht einmal vor Verwirrung selbst geschlagen. Obwohl er gleichzeitig noch paralysiert war. Und das, mein lieber Freund, ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett, was du gerade machst. Ich muss dieses Warlord loswerden. Weißt du, jetzt macht er nochmal Aqua... Oh, scheiße, das macht überhaupt keinen Schaden. Jetzt macht er nochmal Aquawelle und dann bin ich paralysiert. Aber ich bin schneller als du. Ha. Oh. Regentanz. Was machen wir mit dir, Warlord? Was machen wir mit dir? Ich meine, ich werde jetzt Hornissen einsetzen, bis er kaum Leben hat und dann wechsle ich. Also, ich habe doch keine Schmerzen mit. Ich meine, du bist der Hornissen. Du bist 6 Level über ihm. Die machst du doch mit links fertig. So klar. Ja, dauert nur ein bisschen länger. Also, und das Schöne ist, er hat noch Regentanz eingesetzt. Das heißt, wir haben das Ganze noch ein bisschen verlängert. Ja, Volltreffer! Glück sei endlich mal auf meiner Seite. In diesem Spiel hatte ich so viel Pech in letzter Zeit. Das ist unglaublich. Okay. Okay, wir sind so gut wie durch. Lapras. Das könnte tatsächlich wehtun. Lapras ist nämlich ein verdammt mächtiges Pokémon, verdammt tanky, verdammt viel Leben und hat verdammt viel Stärke. Also Spezialstärke. Spezialangriff, besser gesagt. Ha! Ha!
Das Glück ist auf meiner Seite. Momentan. Ich habe 2 Runden Glück hintereinander, Freunde. Hintereinander hatte ich 2 Runden Glück. Guckt euch das Tanky-Viech an. Er hat es auch noch überlebt. Ich hasse es. Wieso kann ich sowas nicht tun? Weil höchstwahrscheinlich dann 50 meiner Pokémon nicht gestorben wären. Ja, ganz ehrlich, hätten wir Tränke gehabt von Anfang an, uns wäre kaum ein Pokémon verreckt. Wir hätten diese geilen Augenblicke nicht gehabt mit diesem 1 HP. Tja, paralysiert warst du, meine Liebe. Kannst du so tanky sein, wie du willst? Du wirst sterben. Was kommt als nächstes? Starmie, ja, Starmie. War Starmie überhaupt ein Wassertyp? Es gab mal ein Pokémon, ich weiß aber nicht mehr, welches es war. Es sah aus wie ein Wassertyp, war es aber überhaupt gar nicht. Weiß nicht, war das Starmie? Soll ich mal bei Pokédex fragen? Aber ich glaube, Starmie ist schon Wasser. Ich meine, es lebt im Wasser. Wasserpsycho, okay. Alles gut, komm, Ladungsstoß. Nein. Bei meinem Glück, Freunde. Bei meinem Glück haut sich Regi jetzt selber eine. Komm, ich weiß es auch. Ah! Ich hab Glück! Ich hab Glück! Nein! Nein, das kann nicht sein. Das ist ein Traum. Ich glaube, ich schlafe noch. Ich schlafe definitiv noch. Ich kann doch kein Glück haben. Das gibt's doch nicht. Puh. Ich bin an meine Grenzen gestoßen. Tja, und dein Geld habe ich auch noch abgezockt. Mann, du bist wirklich gut. Ich gebe es offen zu, du hast wirklich einiges an Talent. Hier hast du den Quellorden. Dum, 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 dum. So, easy. Ich wusste natürlich, dass wir das so leicht schaffen werden, auch wenn Morot tatsächlich ein Problem war. Aber da haben die Entwickler mal nachgedacht. Die dachten sich, wir haben da jetzt eine Wassertrainerin. Und Wassertrainerinnen sind immer sehr, sehr schwach. Wir geben denen einfach etwas, was gut gegen Elektro ist. Und dann haben die denen einfach Boden und Wasser gegeben. Das ist cool. Hat mir gefallen. Da war ein Fleck auf meiner Tastatur. Entschuldigung. Oh. Und noch etwas. Hier, behalte das als Andenken an unseren Kampf. TM03. Was auch immer du bist, ich nehme dich gerne mit. Aquavelle. Du hast dich in Johto bis hierher durchgekämpft. Ich bin mir sicher, dass du sie zu deinem Portal einsetzen wirst. Wie gesagt, gerade aufgestanden. Tut mir leid. Oh. Gut. Ich würde sagen, was willst du von mir? Hallo, ich bin's, Professor Eich. Ja, das habe ich auf meinem Handy gesehen. Die Vervollständigung deines Pokédex scheint ja reibungslos zu verlaufen. Tschüss. Ja, es ist Mittag, ich weiß. Es ist 13:12, ich weiß, oder 12 nach 1. Ich bin gerade aufgewacht, ja. So. Wir gehen jetzt gleich durch eine Höhle. Ich glaube, die war aber dunkel. Da ich aber keinen Bock habe, Blitz zu erlernen. Weil ich müsste dann extra nochmal nach Johto fliegen und mir Blitz kaufen, um es dann da in der Höhle einzusetzen. Hab ich persönlich keine Lust drauf. Habt ihr wahrscheinlich auch keine Lust drauf. Deswegen werden wir einfach nur gucken, wie es mit der Höhle dahin aussieht. Ich werde jetzt versuchen, auch nicht zu cheaten. Und einfach ganz normal durchzufahren, wie es ein jeder Trainer tun muss. Und es geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich hätte einfach durchfahren können. So. Shit. Okay. Ich habe einen Fehler gemacht, ich weiß. So, du bist eine Dunkelhöhle, ne? Felstunnel. Ja. Meint ihr, wir kommen auch so durch? Kann ja nichts Großartiges sein. Warum ist gerade kein Pokémon gestorben? Ach, wir hatten einen Teil schon.
Okay, hat sich erledigt. Ich versuche hier einfach irgendwie durchzukommen. Ist ja auch egal, ob wir uns hier durchpacken oder nicht. Wir müssen auf die andere Seite kommen. Wie du viel bist. Wobei ich mir gerade irgendwie bewusst bin, dass wir eigentlich nicht auf die andere Seite müssen. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück, Freunde. Hatte nicht einer von euch Schaufler? Ach nee, der ist ja gestorben. Oh, wo ist der Ausgang? Da. Ich muss ja gar nicht durch die Höhle. Das Einzige, wir haben zwei Flug-Pokémon. Wir fliegen da einfach rüber. Zack, zack. Ich glaube, das war scheiße. Aber da können wir auch lang gehen. Theoretisch. Es gibt eigentlich mehrere Wege, die wir benutzen können, ne? YOLO. So. Ist nicht dein Ernst, oder? Das große Pokémon schläft friedlich und fest. Es scheint es da sehr gemütlich zu haben. Finde ich jetzt nicht nett. Dann fliege ich halt darüber. Wenn ich jetzt wirklich durch die Höhle muss, ne? Es kann dauern. So. Ich sollte übrigens abspeichern, weil ich Misty gerade besiegt habe, ne? Das ist eine gute Idee. Habt ihr gut mitgedacht, Freunde? Habt ihr gut mitgedacht und in den Chat geschrieben? An diejenigen, die jetzt denken, ich würde streamen. War nur Spaß. Aber vielleicht habe ich euch gerade reingelegt. So, das wäre schon cool. Wir haben hier drei Biker, die wir mal von hinten nehmen werden. Pass auf. Ja, da haben wir das so nicht gerechnet, ne? Wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Einen wie dich erledigen wir mit Lynx. Ich hätte mein Pokémon wechseln müssen, ne? Weil Rigi ist meine besttrainierte. Smogon. Solange du nicht abholen kannst, Alter, 20 Level. 20 Level. Ich habe gerade eine Arena-Leiterin platt gemacht, die... Ja gut, zugegebenermaßen bis zu 12 Level über ihm war. Und das macht mir doch nichts. Ganz ehrlich. Das macht mir doch nichts. Das macht mir doch nichts. Das ist hier lachhaft, ist das. Lachhaft, hörst du? Smogon, hier, komm. Wir setzen gleich auf jeden Fall das denn ein, weil höchstwahrscheinlich jeder von den Idioten Smogon hat. Und das wird explodieren. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie so, keine Ahnung, ein Fetisch ist vor den Entwicklern, so etwas zu machen. Keine Ahnung. So, was machen wir denn so Schönes? Spiegelsalve? Das Tin ist sogar schneller als Smogon. Ja. Und dabei hat er noch diesen Hartschweif oder wie das Ding auch heißt. Am Start. Und das soll schon was heißen. Ich bin sogar schneller als dieses 40er Smogon. Ganz ehrlich, 40. Ich meine. Ich bin durch die Top 4 gegangen. Es waren sogar 5 Trainer hintereinander. Die angefangen haben mit Level 41. Und geendet haben bei 51 oder so. Und dann stellen die mir da ernsthaft einen 40er Smogon hin. Ein 40er Smogon. Das kann man doch nicht machen. Au, verzeih mir, 41. Das ist ja fast schon wie bei den Top 4 hier. Kann ich einfach nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen und kann ich nicht nachvollziehen. Als wenn die sich denken würden, okay, die Top 4 muss die größte Herausforderung aller Zeiten sein. Die Pokémon, die danach kommen, dürfen nicht über 40 sein. So kommt mir das vor. Keine Ahnung, was das soll. Was das soll. Aber gut. Rowdy Elad wurde besiegt.
Dann widmen wir unsere Zeit doch schon mal dem nächsten. Wir werden das dann mal nach vorne setzen. Das Ordnungsamt hat unseren Tunnelfahrt zuschütten lassen. Das macht mich ganz rasend. Shit happens, ne? Eine Herausforderung von Rowdy Franzois. Alter, was für ein Name. Nein. Nein, 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 nein. Ich wäre wahnsinnig, wenn ich den jetzt da lassen würde. Denn Feuer macht bei meinem Typen übrigens den vierfachen Schaden. Der kann mich ruhig mal in Flamara Level 45 platt machen. Du siehst dein Pokémon, das durch Feuerschaden einfach mal den vierfachen Schaden bekommst und du setzt Ruckzuck-Hieb ein? Das stimmt mit dir nicht. Warum tut man sowas? Gegen ein Stahl-Pokémon! Oder er wusste, dass ich wechsle. Ach, jetzt kannst du plötzlich Feuerzahn. Autsch. Okay. Das tut weh. Ich gehe dann mal wieder, ne? Das tut nicht so weh. So, wir machen Flügelschlag. Wir dürfen sogar anfangen. Nice one. So. Aber, wenn wir jetzt nicht brennen, perfekt, setzen wir Ruheort ein. Das würde uns auch ein bisschen Leben zurückgeben. Das hätte ich auch bei Noctu machen können, aber Noctu wäre, das wäre unendlich gewesen. Noctu ist einfach so schlecht, das ist einfach nichts, bringt ihn mal am Leben zu halten. Ich glaube, so kann man das am besten umschreiben. Ach, jetzt machst du plötzlich einen normalen Biss, oder was? Dir der Feuerzahn ausgegangen, hm? Guck dich an, Noleaf! Noleaf ist ein Pokémon, ein Flug-Pokémon, das kann sich sehen lassen. Aber Hornissen... Ich weiß nicht, wie lange ich dich noch beschützen kann, dass du am Leben bleibst. Ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche natürlich mein Bestes. Aber... Ganz ehrlich, das war ein Feuerzahn. Das war einfach ein Feuerzahn. Na gut, du hast... Das ist eine Scheißverteidigung. Die Werte. Guckt euch die Werte an, Freunde. Müsst ihr da auch anfangen zu weinen? Was sind Werte? Das sind Werte, aber doch nicht das. Na gut, dafür hat das Hornissen ein bisschen mehr Leben, aber... Ja, da sind seine Punkte reingegangen ins Leben und in die Spezialverteidigung. Das sind auch Werte. Gut, bei der Initiative können wir uns drüber streiten. Das sind auch Werte, meinetwegen. Wobei, die sind eigentlich genauso schlecht wie bei Hornissen. Allerdings sind Bibis Werte besser verteilt. Weil es auf Spezialangriff und Initiative ist. Ich bin halt ein Spieler, der sehr, sehr offensiv ist. Und er ist halt mehr so Support-defensiv. Und die Werte sind auch nicht wirklich prickelnd. Die Verteidigung ist gut, aber der Rest ist... Ja. Ja, Freunde. Mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Folge. Morgen machen wir den letzten ihrer Gang fertig. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.